Okay, wir sind zurück in Minecraft Hardcore nach einer weiteren, längeren Pause. Ich muss gucken, wie ich meine Streams neu verlege, aber das ist etwas, was ich rausfinden muss, wo ihr nicht wirklich helfen könnt. Wir haben Tag 2364, es sind also über 60 Tage vergangen seit dem letzten Stream. Es ist aber nicht so viel Bahnbrechendes passiert. Also das meiste, was ich gemacht habe, ist irgendwie hier drin oder halt Farmen benutzt. Und hier alle möglichen Schulkerboxen aufgefüllt. Hi, Animal, willkommen zu Stream. Eine Sache, die zum Beispiel neu ist, ist hier, ich habe versucht, diese Färbung hier, dieses Muster, ein bisschen nach unten hier weiterzuführen. Da unten sogar mit Lampen darunter. In der Hoffnung, dass es das ein bisschen leichter macht, dass wir uns hier zurechtfinden und ich einfach besser farblich zuordnen kann, was wo ist. Es führt leider. Das Ding ist, die ganzen Redstone-Schaltungen hier erzeugen halt alle rotes Licht. Ich würde das zu gerne abschalten, weil das heißt halt, je nachdem wie der Winkel ist, in dem man sich bewegt oder steht oder hinten sieht, sieht das hier aus wie im Rotlichtviertel. Ich habe auch die Redstone-Lampen, die hinter den Chests waren, alle weggemacht. In der Hoffnung, dass das ein bisschen den ganzen Lag reduziert. Und stattdessen vielleicht die Farben ein bisschen mehr durchkommen lässt. Aber wie gesagt, guckt euch das an. Rot. Hier, ich habe hier gelb und da drüben ist, ja, da drüben ist grün als, als Lichtquelle, aber es kommt immer das Rot von dem Redstone hier durch. Es nervt. Aber ich finde keine Möglichkeit, wie man das irgendwie einstellen kann. Also weder in den Einstellungsdateien noch sonst irgendwo. Ich werde feststellen, die Hotbar hat sich ein bisschen verändert. Ich habe festgestellt, wenn man Enderperlen hat, braucht man eigentlich keinen Wassereimer. Also das ist schon mal total überflüssig. Goldene Karotten habe ich jetzt erstmal noch drin, wobei ich jetzt wahrscheinlich für den Stream auf goldene Äpfel wirklich umsteigen werde, zumindest wenn wir irgendwas Sinnvolles machen. Wir haben auf jeden Fall auch genug davon. Feuerwerksraketen natürlich. Elytra, ich habe festgestellt, man kann die ja jetzt mit dem Rechtsklick wechseln. Das ging bis vor einer Weile noch nicht, weil das wohl buggy war. Und mindestens eine Hardcore-Welt beendet hat tatsächlich, nämlich die von Looney. Ich sehe gerade, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? So. Ekelhaft. So, und die beiden Potions, die hier drin sind, die bleiben nicht hier drin. Ich habe festgestellt, die machen sich auch sehr gut hier in dem Utility Belt. Es wird Zeit, dass wir uns das Enchantment besorgen, dass wir tiefe Taschen haben. Das heißt, dazu benötigen wir Bücher und zwar mindestens mal 4 Stück. Und wir brauchen Schulker-Shells. Von denen haben wir ja zum Glück auch einige. Komm, nimm's. Die Pockets. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Und dann, wenn man jetzt... So, wenn wir jetzt den machen und dann... So ist es sicher. Dann haben wir jetzt... Ach du Scheiße. Ach du... Okay, ja. Man sieht, es ist wundervoll. Aber es ist auch viel zu viel. Und da können jetzt zum Beispiel auch Schulkerboxen rein, wo wir nicht wollen, dass, wenn ich hier den hier mache mit Restock All, dass der da rauszieht. Das wird, glaube ich, ganz hilfreich. Die war die Loxus-Lan, die war mega. Die war echt wirklich klasse. Die Wots sind ja auch noch online. Sind ein paar sehr... Also ich habe auch ein paar Clips erstellt und gepostet. Es sind ein paar lustige Sachen passiert. Wir hatten die große Namensenthüllung für Projekt HGLG. Patrick hat prompt das falsche Video abgespielt. Aber naja. Da waren schon sehr, sehr lustige Sachen. Und vor allem, ich habe Foto endlich mal persönlich kennengelernt. So, jetzt haben wir hier unsere Tränke da drin. Das heißt, wir haben wieder 2 Slots in der Hotbar frei. Es ist wundervoll. So, was kann man denn noch hier reinpacken? Also von den Sachen jetzt erstmal nichts. Aber das hier war etwas, das wollte ich nicht, nicht außerhalb des Streams machen.
Aber das ist, wird auf jeden Fall nützlich, falls wir mal in irgendwelche Höhlen gehen. Was die Frage ist, womit wir den heutigen Tag füllen. Ich finde, wir müssten die Höhlen in der Nähe vom Pillager-Außenpost mal erkunden und ausleuchten, weil ich da ja im Moment regelmäßig hin muss. Ich habe ja immer noch Schwierigkeiten, meine Raid-Farm zu starten. Also ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund hat das Ding Startprobleme. So irgendwie vielleicht von 5 Anläufen läuft es einmal richtig und selbst dann ist halt auch die Frage, wie lange läuft es, bevor es sich selber abschaltet. Also irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Und dementsprechend muss man natürlich dann jedes Mal wieder auf Jagd gehen nach einem Raid-Captain. Aber ansonsten, wir haben ein paar Dinge, die wir tun können. Ich habe das Notizbuch, genau, ich habe hier die ganzen Bäume erstellt, die können wir uns gleich mal angucken. Ja, ich will irgendwie mal noch einen besseren Kanal für unseren Cobblestone-Generator bauen, dass die nicht durch das gesamte Sortiersystem müssen, aber das finde ich jetzt auch nichts, was ich hier bauen möchte. Eis müssen wir uns mal besorgen. Eis ist jetzt auch im Sortiersystem drin. Apropos, weil ich gerade davon sprach. Nein, nicht hier. Höhle ausleuchten. Ja, Höhlenerkundung klingt. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, aber das Ding ist, das Gebiet, in dem, wo der Pillager-Außenposten ist, dürfte kein 1.18-Gebiet sein. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass es kein 1.18-Gebiet ist. So, pass auf. Ich habe hier das hier erweitert. Man sieht leider, dass relativ viel Bambus hier einfach liegen bleibt und ich habe hier leider keine Möglichkeit, das hier wirklich zu lösen. Man könnte, wenn man hier mit Matt arbeitet, statt mit Erde, und dann könnte man Hopper drunter setzen, aber das geht nur hier. Hier auf der Ebene würde das nicht gehen. Deswegen ist es halt nur teilweise ein Fix, aber ich habe halt jetzt nochmal 2 solche Module gebaut. In der Hoffnung, dass dadurch ein bisschen mehr rumkommt. Ansonsten, was wir machen könnten, wäre ein bisschen in der Bastion rumtesten mit dem Umbau, den ich da vorhabe. Stammgenerator. Oder eine der Straßen. Wir haben ja noch vor den Straßen, also bis auf die grüne führt ja bis jetzt noch nur keine von denen irgendwo mal hin. Das ist ja auch etwas, das ist eigentlich total peinlich, dass nach 3 Jahren, wo wir hier in dieser Gegend leben, das noch nicht zu Ende geführt haben. Was ich nochmal gerade zeigen wollte. Nee, ich wollte gerade schauen, mit der Bambusfarm, wie da der Ertrag ist. Genau, mir graut es da schon davor, wenn wieder mehr Holzarten hinzugefügt werden, weil hier ist noch Platz für eine einzige. Und hier, das ist schon für Mycelium und Rooted Dirt halt, ist schon leider schon belegt. Hier habe ich jetzt auch die Amethyst-Sachen habe ich rausgepackt und dafür hier Mud Bricks und Packed Mud hingepackt. Die Amethyst-Sachen sind jetzt in der Abenteuersektion, wo auch die Ancient City-Sachen drin sind. So, was haben wir hier? Das hat sich schon wieder gut aufgefüllt, dafür, dass ich nicht groß hier rumstand. Also, das hilft schon, wenn man jetzt so viel Bambus kriegt. Dann kann ich nämlich damit Kisten und so craften, das ganze holzintensive Zeug. Muss die Bastion restauriert werden, weil sie Kulturerbe ist? Nein, sie soll ja zum Prismarin-Eispalast werden. Als Gegenstück zum Neta-Monument. Apropos Monument. Ein Monument müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal austrocknen oder zumindest umbauen. Falls wir irgendwann mal eine Elder Guardian Farm bauen wollen. Also mit Carpet Mod geht das ja. Aber wir haben jetzt, finde ich, auch nicht so den krassen Bedarf nach Schwämmen. So, deswegen ist jetzt, finde ich, die Frage: Was wollen wir heute tun? Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir an Vorräten in der Bastion haben. CP-Logo aus Massivgold. Nee.
So, genau. Ich hab Redstone habe ich noch aufgeteilt in Basic und in Fortgeschritten. Einfach weil es langsam eng wurde in der einen Schulkerbox. Ich wollte hier nämlich noch Honig und Slimeballs reinpacken und stelle fest. Das ganze Zeug hier, wir müssen Slimeballs farmen. Aber es ist auch nicht unbedingt etwas, was ich im Stream tun möchte. Dafür müsste man irgendwie mal in die Nähe vom Neta-Monument gehen, weil da waren ja viele Slime-Chunks, die wir freigelegt haben. Aber ich glaube, um die tiefen Taschen einzuweihen, macht es tatsächlich Sinn, in die Höhle zu gehen. Und ich will auch eigentlich mal wieder mehr Diamanten haben. Weil es gibt noch natürlich noch die Ancient City, die wir gut erforscht haben. Heidi Austria, willkommen zum Stream. Ich hab uns noch ein paar Bastions verteilt, nicht Bastions, Beacons verteilt. Also eine ist jetzt bei der River Skelett Farm, die sehen wir aber von hier aus, glaube ich, nicht. Weil die ist ziemlich im Berg drin. Und eine ist beim Sägewerk im Fluss, also habe ich eine drin versenkt. Einfach weil ich wollte, dass der grüne Weg ein bisschen besser geschützt ist. Und halt noch zwei direkt bei Crossroads Tempel, wobei die halt. Also die sind halt nicht schön, die waren halt. Ich habe versehentlich einen Raid, also ich hatte irgendwie noch. Ich glaube, es ist dadurch passiert, dass ich eine Pillager-Patrouille mir begegnet ist, während ich die Bäume gebaut habe. Also die Abo-Bäume. Und das Ding ist, ich habe es nicht gemerkt, aber der Anführer ist, glaube ich, nicht dadurch gestorben, dass seine Freunde ihn erschossen haben, sondern dass ich Thorns auf meiner Rüstung habe. Dadurch hatte ich natürlich böses Omen. Und dann bin ich nichtsahnd in Crossroads-Tempel reinmarschiert und habe den Raid ausgelöst. Mir ist nichts passiert, aber der eine Villager, der Terrakotta verkauft hat, ist dran gestorben. So, vielleicht kann ich gleich auch nochmal demonstrieren, dass das nicht funktioniert mit den mit der Raid-Farm. So, jetzt gerade geht es mir aber nur darum, die paar XP-Punkte. So, wo haben wir denn mal ein bisschen Höhle? Ich habe hier das ganze Zeug an der Oberfläche, was in dem Spawn-Radius ist, schon mal ausgeleuchtet. Aber dabei sind mir auch einige Höhlen begegnet. Ich glaube, hier. Genau, hier konnte man durchgehen und ich glaube, hier ging es rein. Armer Villager am Konsum verendet. Das hier sieht sehr seltsam aus. Da hat der Enderman wohl schöne Muster bauen wollen. Ich habe, genau, Data Packs. Ich habe jetzt tatsächlich Enderman Griefing mit Vanilla Tweaks ausgemacht, weil mir das einfach zu sehr auf den Sack ging, dass ständig irgendwo Erdblöcke oder Sandblöcke lagen, die da nicht hingehören. Hallo. Und dann ich habe noch ein, zwei andere Sachen. Genau, eins ist, dass die Blätter von Bäumen sehr viel schneller verschwinden, wenn man einen Baum gefällt hat, was einfach mega geil ist. Und ein anderes ist, das werde ich wahrscheinlich aber vergessen, wenn wir es mal brauchen oder einsetzen könnten, ist, dass ich Koordinaten, wenn ich Portale vernetze, und einfach mir die Koordinaten ausrechnen lassen kann. Ist, glaube ich, angenehmer als dann extra noch den Windows-Taschenrechner oder mein Handy zu nehmen.
hier. Ich höre Schritte. Und ich habe tatsächlich heute erst nochmal ein Video dazu gesehen, zur möglichen Verbindung zwischen dem White Eyes Mythos, von dem ich tatsächlich noch nicht wusste, oder zumindest nicht, dass es separat von Herobrine ist, und halt zu dieser Verbindung zu Herobrine. Dementsprechend kriege ich gerade ein bisschen die Vibes in der Höhle. Aber Ostia, weil du fragst wegen der LAN-Party. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ist einfach. Ich habe es ja letztes Jahr schon gemerkt, ich habe es auch dieses Jahr wieder gemerkt, das ist eigentlich der Ort, wo ich das Gefühl habe, dass ich selbst bin. Was einfach mega krass ist. Das ist eigentlich total unnötig, die ganze Kohle einzusammeln. Also Eisen ist alles verständlich, Gold ist verständlich, aber irgendwie Kohle sollte ich eigentlich liegen lassen. Jetzt habe ich zumindest mal den einen Stack. Hallo Creeper. Okay, also eine Unterwasserhöhle. Tatsache, es sind Teile hier geflutet. Und vor allem jetzt können wir hier wirklich ohne jede Inventarsorge rumlaufen. Sie müssen halt nicht ständig irgendwie Schulkerboxen rausholen und aufmachen, und hast du nicht gesehen. Hat sich Patrick dann noch erinnert, dass er ein Leseexemplar von meinem Buch hat? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Mein Exemplar steht weiterhin hinter mir im Regal bei den anderen Siedlersachen. Vielleicht komme ich irgendwann doch noch dazu, mal da ein Video drüber zu machen. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe im Moment das Gefühl, wenn ich jetzt ein Siedler-Video wieder machen würde, dann muss ich halt auch wieder da komplett reingehen. Wunderschönes Andesit. Aber ohne Haste Beacon ist das leider auch ein Kampf abzubauen.
What the fuck? Haben wir es gerade zufällig geschafft, dass ein Skelett auf einen Creeper zielt und der Creeper direkt aggro geworden ist auf das Skelett? Normalerweise werden Creeper doch nicht nach einem Angriff schon aggro. Also nicht auf einen anderen Mob. Der hier schon, ja. Anscheinend. Ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich froh. Ich erinnere mich noch ganz, ganz früher, war ja die Idee, dass Fackeln nicht ewig halten, sondern dass man die halt irgendwie neu anzünden müsste oder sowas. Oder dass es halt dann auch Lichtquellen gäbe, die länger halten. Und wie gesagt, mit diesem White Eyes Video ist heute, muss ich echt sagen, in der Höhle zu gehen, wo du weißt, dass du schon warst, und du findest keine von deinen Fackeln wieder, ist halt irgendwie schon eine mega scary Vorstellung einfach. Okay. Wo zur Hölle ist der gespawnt? Irgendwo hier? Das ist aber ganz schön weit gelaufen. Ich dachte gerade, da hätte sich was bewegt. Ich bin irgendwie paranoid. Leute, wollt ihr mir nicht Sachen erzählen, dass ich nicht paranoid bin? Spinne. Akustische Störungen. Geht doch. Und also, dass Thorns halt wirklich auch auf Fernkampfangriffen funktioniert, ist so weird. Also, Enchantment ist jetzt auch nicht overpowered, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es halt irgendwie stärker gegen Nahkampfangriffe wäre und dafür halt Fernkampf. Na gut, es hätte vielleicht so ein bisschen den Nachteil, weil man Pfeile so einfach problemlos mit einem Schild abwehren kann, dass es vielleicht dann im PvP ein bisschen sehr bastet wäre, wenn du dann auch noch irgendwie ständig den vollen Nahkampfschaden zurückbekämst. The fuck? Was ist das hier? Das hier ist sehr, sehr seltsam und man sieht halt leider auch nichts. Okay, hier sind wir wieder im Einflussgebiet der Beacon. Ah. Hallo, Ozean.
Ha, ja. Dachte, ich könnte mich überraschen. Ach, das sind die. Ich wusste nicht, dass die schon in der Version drin sind. Die neuen Glow Squids. Warum, jetzt sehen sie auch mal wirklich gut aus. Wow. Okay, hier ist gerade ein Drowned, ein Zombie ertrunken. Wie krass einfach manche von den Sounds sind. Was haben wir denn hier? Warum ist hier eine Zombie-Party? Okay, da geht's auch irgendwie rein. Ach so, ich dachte schon, hä? Ich dachte gerade schon, wir wären im Deep, hätten wir Deep Dark. Aber das ist auch nur vom Glow Squid. Ich meine, da sage ich nicht nein zu, wir brauchen mehr von dem Zeug. Aber ich war gerade schon ein bisschen beunruhigt. Also wirklich krass beunruhigt, weil, wie gesagt, das hier dürfte kein 1.18-Gebiet sein, das ist recht kein 1.19-Gebiet. Welcher Höhe sind wir? 12. Okay, also wir könnten hier sogar Diamanten finden. Wenn ich nichts einzuwenden hätte. Look at block.
Ich glaube, diese Methode hat bis jetzt auch noch nie irgendwie Diamanten produziert. Okay, hier hinten ist nichts. Wow. Das ist wirklich lame. Aber das hier ist krass. Also guckt euch das an, wie viel Platz wir noch haben. Also so macht Looten auch einfach viel mehr Spaß. Oh, hallo. Ein Zombie-Spawner. Jetzt beim Looten auch noch Spaß haben. Ja. Aber warte mal. Der Dungeon hat keine einzige Kiste. What? Also ich glaube, das geht. Aber ich glaube, ich habe es auch noch nie erlebt. Das ist halt schon krass unlucky gerade. Zum Glück brauchen wir keine Zombie-Farm oder sowas. Wow. Wow. What the fuck? Traurige ist, man weiß halt auch noch, dass man nicht in Gefahr ist mit meiner Rüstung und allem, aber es erschreckt einem im ersten Moment natürlich trotzdem.
Okay, es ist nicht auf Diamanthöhe, aber wir haben Lapis. So, wo geht's hier noch in Höhlen rein? So, hier das Gebiet müsste eigentlich komplett safe sein. So, ich glaube, hier ging es nicht rein. Ah, Bienennest. Ich muss gestehen, dass ich mir Höhlentouren ja immer wesentlich spannender vorstelle, als sie am Ende sind. Ich habe halt immer die vage Hoffnung, wenigstens mit ein paar Diamanten zurückzukommen. Okay, es ist ein Pillager. Ich dachte schon, was macht hier Schritte, aber keine Geräusche, wenn es kein Creeper ist. Vor allem auch mit so einem Schritttempo. Also ich glaube, das legen Creeper nicht mal an den Tag, wenn sie dich gesehen haben. Hier geht's rein. Hallo? Wieso bist du denn so eingeschneit? Hallo Enderman. Und da ist dieser Zweig auch einfach schon wieder komplett
zu Ende. Und der hier auch. Aber das kann es doch noch nicht gewesen sein. Anscheinend schon. Gefühlt waren es mehr Höhlen, als ich das hier alles ausgeleuchtet habe. Könnte man auch daran liegen, dass man einfach 10-mal in der gleichen Höhle vorbeiläuft und ihr am besten noch alle ins gleiche System führen. Hoch. Hier ist die... Ich wusste nicht, dass das in Sichtweite vom Kartenschrein ist. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, gut, ja, ich weiß, dass die Portale dicht beieinander sind, aber... Das ist okay. Das ist die Insel. Apropos, wir müssen auch gleich mal gucken, ob die Statuen von der Größe her, ob die auf der Karte, ob die sichtbar sind. Also zumindest so als ein Pixel oder so. Aber ich glaube, so viel gibt es hier gerade nicht mehr unterirdisch zu sehen, wenn wir jetzt nicht gerade anfangen, mit der Freecam hier rumzufliegen. Boah, ihr seid... Auf jeden Fall sind es schon mal gefühlt mehr Spawns. Wobei das, was wir ausgerechnet haben, gar nicht so viel gewesen sein dürfte. Sein, dass das hier schon alles voll ist. Das ist einfach nur ein Tintenfisch. Ich kann doch unmöglich schon alles gefunden haben. Hier ist 100 pro noch irgendwo ein Höhleneingang. Sieht halt überhaupt nicht danach aus. Wenn ich hier war noch was. Aber ich glaube, das habe ich auch schon. Genau, das ging nicht weiter. Leute, bringt mich zu eurem Anführer.
Ah, ist das doch schon mal ein schönes Hintergrundgeräusch. Da fühlt man sich direkt viel weniger bedroht. Aber scheint nicht so, als hätten wir Glück. Ich glaube, seit wir fertig geworden sind, war ich nicht mehr hier. So, weil ich... Ja, das ergibt Sinn. Ich brauche eine Hand... doch eine freie Hand. Sonst funktioniert das nicht. So, pass auf. Da ist die Raid Farm, da ist der Pillager Außenposten. Das heißt, hier ist die Map. Ah, man sieht was. Man sieht was auf der Karte. Zwei Pixel jeweils. Ach, und hier drüben ist Eis. Das kann man auch mitnehmen. Ich glaube, das tun wir auch. Weil Eis benötigen wir einfach in viel, viel größeren Mengen. Pass auf. So, das, was können wir, davon kam alles in Sortiersystem. So, das normale Eis müsste sich ja regenerieren hier. Willkommen zum Eis ASMR mit Spinny. Oh, es schneit. Aber auch nur in sehr eng umgrenzten kubischen Gebieten. Ja, okay, hier schmilzt es. Hier friert es wieder zu.
So, ich glaube aber, es reicht vom normalen Eis. Ich glaube, den Rest wollen wir eher von den guten Eissorten. Eis ist leider auch echt... Ich meine, ja, es ist erneuerbar, aber es ist halt unfassbar nervig, in den hohen Stufen zu farmen. Also gerade Blue Ice, da brauchst du ja 81 von den normalen und das ist einfach nicht schön. Ist das normaler Schnee? Ja, es ist normaler Schnee. Nichts Besonderes. Aber das hier müsste. Ist das Compressed oder Blue Ice? Das finde ich immer so schwer auseinanderzuhalten. Nee, das ist das normale Packed Ice. War das Eis vorher schon sichtbar? Als ja, zerstören wir gerade hier ein Weltnaturerbe. Kann kein Erbe sein, wenn es kein Testament gibt. Oh ja, der Spruch hat was. Dann ist ja auch die Siedler der Erbe der Könige, dann kann es ja auch da nicht um Erbe gehen, weil wir finden ja auch nie das Testament der Könige. Was ich bei tatsächlich ja auch sehr seltsam finde, ist, dass die Siedler als Erbe der Könige einfach die Adlersicht erfunden hat und alle darauf schlafen. Hat schon ein sehr geiler Lichteffekt. The fuck? Warum sammelt er nur einen Teil davon ein? Hä? Warum muss ich das Zeug denn jetzt hier selber stapeln? Hä? Jetzt meinst du mit allen noch schlafen. Also, dass das so ein Ding ist, was eigentlich. Wieso ist das irgendwie noch niemandem aufgefallen? Warum ist das doch noch keine Theorie, dass sieht, dass Erbe der Könige und Assassin's Creed sich ein Universum teilen. Das ist doch nicht, das kann doch nicht sein, dass die Leute das nicht, also, ne, das ist ja auch gleicher Publisher. Nur, dass halt Erbe der Könige vor Assassin's Creed rauskam.
So, haben wir es? Ne, da kommt noch mehr hoch. Was sind das für komische Schemen da unten? Oder ist das ein Biomeffekt, weil die... Das ist ja hier so, ne? Und so. Komm, den Schnee nehmen wir auch mit. Zu fair, der Schnee hat auch einen echt coolen Sound, wenn man den weggräbt. Vor allem auch so ein Ding, was der Craft da revolutionieren wird. Schneefarmen. Kein Craften von 16er Stapeln Schneebällen mehr. Also zumindest nicht mehr von Hand. Alles Compressed Eis, ist kein Blue Eis dabei. Bin ich gerade echt ein bisschen erstaunlich. So, einmal kurz warten, bis das ganze Zeug oben ist. In der Zwischenzeit trinke ich was. Noch ihr bitte, achtet darauf, dass ihr hydriert bleibt. Es ist zwar gerade nicht die warme Jahreszeit, zumindest nicht hier, aber trinken ist trotzdem wichtig. Ach du Scheiße, was haben wir hier? Jetzt ist der letzte große. Ist das Blue Eyes?
Wow, sogar mal ein bisschen Blue Eyes. Ich bin wirklich erstaunt. Okay, es geht nicht. Kann ich den hier machen? Ja. Was zur Hölle ist jetzt los? Warum geht das denn jetzt alles da rein? Ich verstehe diese Mod noch nicht so ganz. Ich glaube, wir kommen auf jeden Fall mit reicher Beute zurück, wenn auch nicht unbedingt das, was ich ursprünglich eingeplant hatte. Aber Eis wollte ich sowieso eigentlich mal sammeln.
So, einmal kurz atmen. Ist auch wichtig. Also wer es noch nicht getan hat, auf jeden Fall atmen. Na komm. So, wenn man jetzt hinschaut, sieht man, dass hier jetzt die Statuen auf der Karte berücksichtigt werden. Pass auf, die hier ist noch leer und die andere, da ist das Eis drin. Das Ding ist, wir stehen hier. Welche Bäume stören uns noch? Der hier stört uns. So, man sieht, die Zerfallsrate ist viel höher jetzt. So, das hilft zumindest schon mal ein bisschen. Sonst müssen wir halt echt den Hügel hier einebnen. Der verästelte Baum da muss weg. Da ist es halt mega praktisch, wenn du halt direkt siehst, ob du schon alles an Holz erwischt hast oder ob noch irgendwo was sein muss. Ja, wesentlich besser. Seit nach da drüben haben wir sie eigentlich total gut. Hier drüben in die Richtung müssen wir es auch ein bisschen stutzen, geht nicht anders. Thank you.
Schön ist was anderes, ne? So gut, das hier verdeckt ist, aber das ist schon mal wesentlich besser. So, wir reparieren unsere Sachen, aber an der Würfer-Skelett-Farm. Wir müssen mehr Würfer-Skelette töten. Weil ich habe wieder alle Würfer-Skelett-Schädel aufgebraucht. Ich muss auch sagen, ich überlege, wenn wir Bäume bei den anderen, also Abo-Bäume bei den anderen Straßen platzieren, dass wir da eigentlich auch hingehen sollten und verschiedene Baumarten setzen sollen. Weil ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf Birke. Also ich glaube, auf dem einen Pfad setzen wir es fort, aber sonst mache ich es echt biomabhängig. So, ich denke mal, am meisten würde ich das natürlich erstmal hier in unserem Werkzeugbeutel rein. Ich habe hier noch ein bisschen versucht, das zu optimieren, aber leider ohne Erfolg. Na komm. Es dürfen ruhig noch ein paar mehr werden. Glaube ich jetzt. Ich glaube, ich könnte den wahrscheinlich auch einfach so führen. Ne? Ich glaube, da habe ich echt eine Scheiße fabriziert mit dem Sortierer. So, fast. Ich glaube noch einmal. Ich hätte jetzt dagegen, wenn noch ein paar Schädel durchkommen.
So, da waren nochmal zwei Schädel dabei. So, das Spiel muss einmal kurz laden. Das kann in eine Ender Chest. So, sonst ist hier nichts drin, was jetzt gerade unmittelbar erfordert, dass ich, also, ne, ich habe jetzt erstmal nur die Sachen in die Schulkerbox getan, die, auch im Sortiersystem drin sind. Ganz ehrlich, wir benötigen das Schießpulver nicht. Hat er Schießpulver hier rausgezogen? Ja, hat er. Ich würde schon sagen, ansonsten würde das nämlich gar nicht funktionieren. Ganz ehrlich, dann ist es... Wahrscheinlich haben wir nicht so viele Creeper getötet, dass es ein 64er-Stack war. So, Glow Ink Sacks. Warte, die kommen hier ins Baumkit. Oh, es passt sogar perfekt, da ist nämlich der 64er-Stack voll. So, die Frage ist, was machen wir noch? Wir könnten uns hier mal das anschauen. Der Weg, den der blaue Pfad gehen muss, dürfte ja auch nicht mega weit sein. Mich stört halt hier der Teil noch. Ich überlege halt, ob man hier irgendwas Cooles in diesen Zwischenraum reinkriegt. Irgendein cooles Wasserspiel oder so. Ich überlege, ob man vielleicht irgendwie so eine Art Zisterne oder Reservoir hier für den Brunnen hat. Aber es soll halt auch cool aussehen. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall blaues Betonpulver und wir brauchen Sandstein. In rauen Mengen. Wollte ich nicht, aber okay. Wir haben ja jetzt tiefe Taschen.
The fuck? Aber es kann ja keine Items hier ersetzt haben, oder? Ich habe doch hier vorhin alles voll mit Sandstein gemacht. Aber vorhin mit den Schulkerboxen ist das ja auch nicht passiert. Kann es sein, dass dieses Deep Pockets Enchantment noch ein bisschen sus ist? Ich kapiere noch nicht so ganz, wie diese auffüllt. Wieso macht er denn immer nur zwei oder vier von denen rein? Das verstehe ich nicht. Aber jetzt ist es auch nicht mehr aufgetreten. Also irgendwas ist doch. Ich glaube, ich muss mir gleich die Stream-Aufzeichnung ansehen. Und dann ermitteln, was da geschehen ist.
Das klingt nach Höhle. Kurz weg, der baut eine Straße ins Nichts. Könnte ein EU-gefördertes EU-Projekt sein. Naja, die Straße führt letztendlich von da aus zu Crossroads Temple. Also sie führt nicht ins Nichts. Okay, das ist cool. Dass Flamis Baum hier gerade so schöne. Schön gefärbtes Licht wirft. Das klingt nach netten Nachbarn.
Hi Google, willkommen zum Stream. Schon lange kein Stream mehr. Nee. Nee, in den Wochen vor der LAN hatte ich es dann auch nicht so in mir, beziehungsweise ich habe auch überlegt, ob und in wie ich das alles weiterführen möchte. Und ich muss auch leider sagen, dass diese Überlegungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Ich wollte eigentlich auch schon am Dienstag streamen und hatte es dann aber einfach, ich war einfach plötzlich müde. Das ist irgendwie echt ein Problem im Moment. Falscher Kaktus. Deswegen bringt nichts. Ja, das weiß ich, aber ist trotzdem halt nicht cool. Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt langsam die Sonne mal wieder rauskäme.
Wie mache ich das hier am geschicktesten? Hydrieren. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Kriegen wir es irgendwie hin, das zu machen, ohne dass das komplette Ding einstürzt? Ja, das könnte sogar gut funktionieren. Also so ganz vertraue ich ja diesen neuen Slots noch nicht, aber ich habe ja auch einiges an von dem Sandstein hier oben verbraucht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der teilweise Slots einfach ersetzt.
wäre natürlich uncool, wenn das irgendwann mal mit wichtigen Items passiert. Sechs, sieben, acht. Es passt leider nicht exakt. So, pass auf, wir brauchen mal kurz ein bisschen Glas. So. Ja, das hier sieht noch ein bisschen sehr sketchy aus. Aber das ist jetzt, ehrlich gesagt, nicht mein größtes Problem.
So, damit haben wir dann die blaue Straße auf fürs Erste. Weil hier sind zwar noch keine Bäume und nichts, aber mich reicht das. Weil ich würde nicht noch bis darüber ziehen, sondern ich würde halt hier... Hier macht das halt total Sinn, da mit einem Boot rauszufahren. So. Ja, ich finde, das hat was. Den roten Pfad müssen wir auch noch weiterführen irgendwann. Wir müssen die alle noch irgendwie weiterführen. Also mit, oh gut, der grüne und der blaue sind jetzt an ihrem Ende. Aber auch zum Beispiel jetzt hier die diagonalen Pfade haben wir noch gar nicht uns drum gekümmert. Machen wir mal den. Wo ist der Schulkerbox-Unloader? Hier. Okay. Der läuft anscheinend noch. Läuft der noch? Ja. Krass. So. Hier steht jetzt aber unmittelbar nichts mehr an. Doch, wir müssen hier die... Pass auf. Zumindest den Sandstein räumen wir selber weg. Einfach weil sonst das Sortiersystem ein bisschen überfordert sein könnte. So, aber dann machen wir auch hier schon Schluss für heute. Ich muss, wie gesagt, echt schauen, wo und womit wir weitermachen und vor allem mit was für einem Rhythmus ich weiter streame und was ich streame. Aber ich fand es wichtig, dass jetzt nochmal einfach ein Stream kommt, weil, wie gesagt, das mit den dicken Taschen ist etwas, das wollte ich nicht offscreen machen. Und wie gesagt, ich finde das noch ein bisschen sus. Das muss ich echt noch überprüfen, ob da nicht irgendwie ein Bug drin ist, der uns irgendwann nochmal Items zerstört. Aber ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dahin. Also warte, ist es noch... hi.